Das Barossa Valley, nordöstlich von Adelaide, ist die Keimzelle des australischen Weinbaus und hat mit seinem Shiraz und dem australischen Stil dessen Aufstieg begründet. Wir sind heute am Barossa Trail unterwegs, und zwar mit den Bikes, wie man sie sehen kann, und mit Helm, denn in Australien ist Helmpflicht, in Südaustralien seit vielen, vielen Jahren schon, auch für Radfahrer. Barossa Trail sind wir unterwegs durch die Weinberge, und jetzt geht es endlich an, dass wir einer meiner favorisierten Weingegenden, geschmacklich, was es Shiraz betrifft, Merlot oder Cabernet Sauvignon, einmal mit dem Fahrrad durchkreuzen, und wir werden einige Winerien besuchen, und dann freue ich mich schon sehr drauf. Und jetzt geht's ab an den Barossa Trail. Juhu! Super Radweg da am Barossa Trail. Echt traumhaft. Zwischen Weinfelder kann man schon sagen, sind richtig riesig. Nachher wieder ein bisschen so Natur mit Bäumen. Echt super schön angelegt. Talgrund wechseln sich völlig ungeeignete, trockene Böden mit tiefgründigen ab. Diese fruchtbaren Felder sind bestens für den Weinbau geeignet. In diesen Lagen wachsen vor allem schwere und gehaltvolle Rotweine. Die Weine im Osten sind wegen ihrer kühleren und höheren Lage etwas leichter. Wir haben unser erstes Weintasting hinter uns in Barossa Valley, und zwar von den Z-Weins, kannte ich bis dato noch nicht. Ob da einen super Riesling, einen super Rosé dazu, einen Shiraz Rosé, einen Shiraz und einen Süßwein gebraten mit richtigen Speisen. Jetzt sieht man zwar nur mal die leeren Gläser, da waren wir nämlich zu schnell, aber es war wirklich herrlich. Und jetzt suchen wir da den Weg raus zum Lehmann, weil den Lehmann bringe ich zu Hause auch sehr gerne, den möchte ich hier besuchen. Peter Lehmann, den man bei uns auch sehr gut kennt in Europa, in Barossa Valley. Ich freue mich schon auf das Tasting, das wir da jetzt genießen, aber da dürfte scheinbar die Winery drinnen sein. Das Weintasting ist 350 Meter weiter vorne. Und da fahre ich jetzt hin. Prost! Die Weingüter Penfolds und Peter Lehmann sind zwei der klingendsten Namen am australischen Weinmarkt und auf der ganzen Welt bekannt. Jetzt sind wir da beim Peter Lehmanns Weintasting, offen von halber 10 bis um 17 Uhr. Wir sind just in time sozusagen, wir gehen rein. Also im Garten beim Lehmann. Das ist wirklich ein Paradies. Es sind irrsinnige viele Kakadus da. Mein Herz ist wirklich lautstark. Bei diesem riesigen Angebot an verschiedensten Weinen haben wir uns schwer getan, eine Verkostungsauswahl zu treffen. Das war aber zwingend notwendig, da wir noch einige Kilometer mit dem Fahrrad vor uns hatten. Der Säureanzug bei uns. The next one is our future Shiraz. So we're getting into Shiraz now. So future Shiraz is the first Shiraz that was made here under Peter's own label. He called it the future Shiraz. Schon zu Lebzeiten zu einer Legende zu werden, ist eine Glanzleistung, die nicht vielen Menschen gelingt. Peter Lehmann bewies mit seiner außergewöhnlichen Entschlossenheit, dass er das Potenzial hat. Heute zählen seine Weine aus dem Barossa Valley zu den gefragtesten Tropfen Australiens. Okay.
41, there we go. Lovely, and a receipt for you. I don't need a receipt. You don't need a receipt? No. No, all good? Lovely. Thank you so much. Enjoy the rest of your stay. Thank you. Bei einem guten Tasting nimmt man natürlich auch was mit, wenn man schon beim Leben ist, und zwar für heute Abend im Camperwein einen wunderbaren Shiraz. Beim Mitzubrach. Eine Hill Road. Wir sind auf unserer Radeltour jetzt auf dem Menglers Hill Lookout angekommen. Und wie man im Hintergrund sieht, ein super Überblick über das ganze Barossa Valley. Nach dem Weingut von Peter Lehmann wollten wir unbedingt noch die hochgepriesenen Penfolds Weine kosten. So that was an age Riesling, that one. So yeah. From 2013. Yeah, even for a wine that's, you know, got a few years on it. But this one here is a current Chardonnay. So this one will see about 40% usage now. Mm-hmm. It's very interesting to compare it with the European style. Yeah, that's right. And we're not liking European. Yeah, and it falls under our cellar reserve label, and that cellar reserve label is exclusive to here. Mm-hmm. So you can only get that here. Yeah. Do you want to taste some? 2016. Thank you very much. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Ein kaltes Bier zum Runterspülen, das wird jetzt sein. Das hol ich mir dann. Ist ja noch schon closed. Enjoy the temperature.